Ich zeige Ihnen nun, wie man Gruppen in LinkedIn beitritt. Also zuerst gehen wir zu unserer LinkedIn-Seite. Meine hatte ich schon voreingestellt. Hier bin ich. Ich gehe nun rüber zur kleinen Schachtel auf der einen Seite und klicke auf den kleinen Pfeil daneben und suche mir Gruppen aus. Und nun kann ich einen Suchbegriff eingeben, um Gruppen in meinem Interessenbereich zu finden. Zum Beispiel in Pharmazeutika oder Pharmaceuticals, wie ich das hier auf Englisch geschrieben habe. Und wie Sie sehen, gibt es eine schöne Liste von verschiedenen Gruppen, manche mit mehreren tausend Mitgliedern bis zu wenigen hundert. Ich mache noch eine andere Suche. Wie wäre es denn diesmal mit Übersetzen, Translation? Und Sie sehen wieder, für Übersetzer und verwandte Gruppen oder Interessenten gibt es auch eine große Anzahl von Gruppen, denen man beitreten kann. Als letztes gehe ich nun zu Publishing oder Veröffentlichen. Und wieder sehen Sie eine Anzahl von Gruppen. Und dieses Mal möchte ich einer Gruppe beitreten. Und ich interessiere mich jetzt für E-Bücher. Und da gibt es eine Gruppe etwas weiter unten. Dort ist sie, E-Books, E-Book Readers. Und da klicke ich auf Join Group, um der Gruppe beizutreten. Und Sie sehen, meine Anfrage wird gerade bearbeitet. Manche Gruppen müssen erstmal ihre Anfrage bewerten, ehe sie antworten. Andere, da sind sie sofort dabei. Aber sie haben sofort sowieso die Möglichkeit, sich die Diskussionen anzuschauen, die darunter in der Gruppe angegeben sind. Und Sie sehen, es scheint eine ziemlich rege Gruppe zu sein. Aber wo finde ich denn die Gruppen jetzt wieder, wenn ich bei meinem eigenen Profil oder zu Hause bin? Da muss ich erst zu meinem Profil gehen. Dies ist der eine Weg. Und da sind dann die Gruppen, an denen man Mitglied ist oder in denen man Mitglied ist, ganz unten angegeben. Wir kommen gleich dazu. Na, da sehen Sie, das sind all die Gruppen, denen ich beigetreten bin zum Beispiel. Eine schöne lange Liste. Es gibt aber auch einen anderen Weg, dorthin zu kommen, der viel einfacher ist. Man geht einfach oben auf der Leiste rüber zu Gruppen und sucht nach Your Groups, meine Gruppen. Und da sind die sofort aufgelistet. Die erste Gruppe, das Anglo-German Business Network, ist eins, das ich erstellt hatte. Und das können wir uns mal anschauen. Sie sehen, hier gibt es wieder eine Anzahl von interessanten Artikeln und Diskussionen, an denen man teilnehmen kann. Also, wir gehen mal wieder heim. Und ich hoffe, dies hat Ihnen anschaulich dargestellt, wie man Gruppen findet und wie man ihnen beitritt.